Servus, Teil 4, Eichentischbau. Ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ich sage Hallo. Ja. Auch in diesem Video wieder alles Mundart. Ihr werdet nichts verstehen, aber es wird nichts Wichtiges gesprochen. Schaut genau zu. Bis gleich. Jetzt habe ich die Beine mal raufgesteckt. Und ich finde, dass der Tisch jetzt irgendwie zu hoch wirkt. Also zu wuchtig, die Beine. Aber ich habe ihn so hoch machen wollen, weil ich will ja im Wohnzimmer, wenn ich sitze, auch essen. Und da muss man oft so buckelt essen, wenn man dann stundenlang isst, kriegt man irgendwie Rückenschmerzen. Und dafür die Größe muss auf jeden Fall so bleiben. Da unten kommt eh schon ein Fach rein, da muss ich noch Holz suchen für die Lade. Schauen wir, wie es wird. Jetzt haben wir da die Wasserwoche hergelegt. Der höchste Punkt am Tisch ist dieser hier. Und da ungefähr soll die Lade aus sein, weil die muss ich da auch rund machen. Und jetzt, wenn da der höchste Punkt ist und ich messe da, habe ich 47 cm bis zum, wo die Lade aus ist, das übertrage ich mir, da herüben auch her, 47 und da herüben dann dasselbe, 47 und 47, also das ist meine Lade. Also da ist noch die Ladenblende und vielleicht das unten geht um 2 cm zurück oder 1 cm nur, 1 cm. Das Brett muss da haben. 13 cm circa und hier 9. Jetzt werde ich mal aufschreiben, was ich alles brauche. 13 Breite und da herüben haben wir, der höchste Punkt ist da, 10 und die Länge 50 und die muss ich mir mal richten und montieren alles und dann kann ich die Lade erst ausmessen. Die Blende kann ich mir aber eigentlich auch gleich ausmessen. Der höchste Punkt ist da, wenn man da schon einen Strich gemacht und da, so verläuft die Lade und dann ist der höchste Punkt der Lade hier circa. Blende ist 12 cm Breite und die Länge, da lasse ich natürlich noch ein Übermaß, weil das ist dann da herinnen genau mit 61. Ich mag es dabei 64 und die muss ich dann genau einpassen. So, da werde ich mir mal also 110 runterschneiden und einmal auch 100 runterschneiden. Dann komme ich mal mit den Führungsschienen aus. Das muss ich jetzt alles abrichten und dicken hobeln. Da hole ich mir das Einlegefach auch gleich. Das tue ich natürlich mit abrichten und dicken hobeln. Das ist die Ladblende vorne, die machen wir Eicher. Das würde ich unbedingt in einem Stück kommen, nicht verleimen. Die leine ich da jetzt einmal ab. Für so Ablenksachen werde ich mir irgendwann so eine Akku-Motorsäge kaufen. Weil mit der Kreissäge verzwickt sich das, das ist nichts. Also eine Handkreissäge, die was so tief schneidet, kostet mehr wie jede Akku-Motorsäge. Außer es kann mich da irgendwie des Besseren belehren. Und mit der Akku-Motorsäge könnte ich ja zum Beispiel beim Regenwald irgendwelche Schleusen einschneiden, damit er nicht weiter brennt. Ah, das Eiche, wie das riecht, ist schon ein Wahnsinn. Also der Geruch der Eiche. Jetzt gehen wir zum Abrichten. Die Wiesen, die wächst aus dem Boden. Irgendwann ist sie ganz um. Ich liebe die Wiese. Ich tu sie lieben. Ich hab die Wiese so gern. So, so gern. Ich tu die Wiese ganz fest lieben. Lieben, lieben, lieben. Die Wiese geb ich nie mehr her. Wächst am Strauch, aber nicht der Bärlauch. Jetzt folgt der Umbau einer Abrichthobelmaschine zu einer dicken Hobelmaschine. Da ist wichtig, dass das da drinnen hängt. Und dann tut man es weg und kann diese Platte wegdrehen, dann gibt es da diesen Schutz, der was den Spanauswurf in eine Richtung lenkt. Schauen wir sich da beim Holz an, was das dickste ist. Das ist relativ alles 28. Dann wird meine erste Einstellung sein 25. Ich liebe den Bärlauch. Bärlauch. Ich hab den Bärlauch ganz gern. So bin gern. Den Bärlauch tue ich ganz.
ganz fest lieben. Lieben, lieben. Den Bärlauch geb ich nie mehr her. Die kann ich mir gleich auf die Seite legen, weil die werde ich eh nicht brauchen jetzt in nächster Zeit. Blende, das muss ich alles anpassen, das ist alles nicht gerade. Also wir haben da gesagt, das ist ca. 50 und 13 cm muss die Breite sein. Und ich brauche mir da keine Seite begradigen, das ist besser, ich passe mir die Unterseite an und dann schneide ich mir da einen geraden Schnitt. Wenn man jetzt irgendwas gerade macht, wird das wahrscheinlich nichts werden. So, jetzt sage ich, wie mein Plan da war im nächsten Schritt. Frei auch gerade, da drüben muss ich mir es anzeichnen. Und jetzt nehme ich mir irgendein Teil, das was größer ist. So, das schneide ich jetzt einmal nach. Schneller. Okay, schaut das schon relativ gut aus. Jetzt zeichne ich mir das da an. Da hinten muss ich alles unterhobeln ein bisschen. Jetzt werden wir das in die Hobelbank einspannen. Antasten langsam. Schneller. Die Fliesen, die klebt am Estrich. So, jetzt haben wir das wieder angezeichnet. Es wird natürlich immer besser werden. Hat das da in alle möglichen Seitenrundungen aber jetzt passen. Jetzt passt es und mit Schleifen mache ich den Rest. Da innen sieht man es nicht. Das wird jetzt da abgelenkt und da wird es abgelenkt und da hinten mache ich dann Schwalbenschwanzverbindung eigentlich. 27 mm. Da ein Riss und da drüben auch. Da sollte dieses Brett aufhören, damit ich gleich einen Anschlag habe von der Lade, weil die Blende wird vorne 4 schauen. Okay, 48 muss ich das schneiden. 48, ja, lieben auch. 48, da hinten ist jetzt einmal fertig angerissen, die brauche ich dann noch einmal schneiden und die nächste Blende, schauen wir ab, ob es ziemlich gerade ist. Jawohl. Das geht sehr aus. Mach ich noch ein bisschen größer. Na, das ist mir auch zu wenig. Genau. Das passt eigentlich schon ganz genau mit dem Bandsägenschnitt. Da gehe ich nur mit dem Schleifpapier drüber und begradige das ein bisschen. Und dann werde ich mir auch die Höhe zusammenreißen und dann sehen wir sie beim Schneiden. Du bist zwar immer da, doch selten bist du bei mir. Du gibst mir immer das Gefühl, dass ich dich bald verliere. Jetzt haben wir beide dieselbe Höhe. Und da wird es einen Strich gemacht, wo die Lade dann ansteht. Und das schneide ich jetzt mit der Kappsäge ab. Ich habe da vorne bündig auf meinen Streichmaß Strich.
muss ich das einmal so abschneiden und dann kann ich mich da erst reintasten. Da habe ich mir das vorher rausgeschnitten aus dem Teil. Bin ich ganz überladen und glaub ich kann fliehen. Auf einmal sitz ich wieder da und ich feg mich zum Rieren. Ich fang einfach zum Rehen an und werd sentimental. Das reisen wir jetzt wieder so an. Ich will einfach nur weiterleben, doch das Leben, das ist eine Qual. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt seinen Lauf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Muss einmal ganz weg. Was vorher sinnlos war, findet jetzt wieder Form. Ich habe das jetzt nochmal kurz, also kurz hingehalten und nochmal nachgezeichnet. Die Tulpen, die blühen auf, was vorher noch so lieblos war. Das Eis beginnt zu schmützen und sammeln sie in der Pfütze. Die Träne, die wird trocknen, das Gesicht fängt da zum Lachen. Das Blut, das fängt zum Brodeln an und du schreist also, in die Welt hinaus. Da gehört noch was weg. Da habe ich jetzt ganz lang nachputzen müssen, bis das passt. Also auf Anhieb ist das nicht gegangen. Jetzt habe ich mir da auch mit dem Streichmaß einen Strich gemacht, dass ich weiß, wo ich das, wie weit ich da zurückspringe mit dem. Und das habe ich mir angezeichnet. Da, jetzt schneide ich die einmal an. Also meinen nächsten Wohnzimmertisch würde ich wahrscheinlich beim Ikea kaufen. Jetzt zeichne ich mir das da oben an und da herüben auch. Und jetzt halte ich mir das her. Also ist eine sehr Tüftlerei alles. Das schneide ich da genau nach. Schwalbenschwanz werde ich da glaube ich machen. Also dass das da durchgeht. Und da mache ich einen Schwalbenschwanz. Passt. So, wenn man die Holzstärke eingestellt mit dem Streichmaß. Da geht der Zapfen durch und so soll er auch durchgehen. Also jetzt reiße ich es mir einmal da an. 5,2 ist die Mitte. Also hier und hier. Jetzt reiße ich mir da an und da an. Genau, ich werde nur einen Fingerzinken machen, weil man es sowieso nicht sieht. Da gibt es jetzt eine Schlitz- und eine Absetzsäge. Jetzt werden wir mit der Schlitzsäge einmal da runterschneiden. Das fällt weg, das, das und das. Also. Jeder soll es spüren, ich will mich wieder rühren. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt seinen Lauf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Was vorher sinnlos war, findet jetzt wieder Form. Jetzt schneide ich das zweite Stück. Aus einem Zapfen. Dein Mund, der spricht mein Spruch und sagt zu mir Geloch. Deine Hand, die greift mich zärtlich an, wenn ich in deine Augen schaue. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt seinen Lauf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Doch es geht weiter. Genau im Winkel, so soll das sein. Da wird das so hergeschnitten. Wenn das da außen wegkommt, muss ich natürlich auf der äußeren Seite vom Strich die Säge halten. Und wenn da innen das jetzt wegkommt, muss ich das Sägeblatt innen halten, sonst ist ja das zu groß. Ich zeichne mir das einfach da bündig an. Das ist halt immer etwas schwer, wenn es keine richtigen Anhaltspunkte nicht gibt. Stehst du
ganz nah bist du bei mir. Ich spür das, was du auch spürst, und das spür ich nur bei dir. Ich denk mit deinem Geist, ich greif mit deinen Händen. Wir kennen uns gegenseitig, wo wir hin wollen lenken. Dein Mund, der spricht mein Spruch und sagt zu mir Geloch. Deine Hand, die greift mich zärtlich an, wenn ich in deine Augen schau. Jetzt kommt die Seite da, oben bin ich bündig. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt so auf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt so auf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Der nächste Schritt wird jetzt sein, das habe ich ja überall nur mit der Kreissäge abgeschnitten, das ist ja nicht tausendprozentig gerade. Jetzt werde ich da einmal über die Abbrich drüber fahren, gleichmäßig, also einmal mit jedem, und dann kommt hier eine Leiste drauf, die werde ich richten. Das werde ich draufleimen, das sind die Schienen, wo die Ladenachtung drauf liegt. Jetzt muss ich das da auf 45 sein, das was ich so schneiden muss, da mache ich eine kleine Schräge, dass die Lade schön reingeht. Wenn man so schräg schneidet, muss man den Anschlag da, den da ein bisschen verstellen, weil sonst schneidet man den mit. Habe ich schon einige Male mitgeschnitten, wie man sieht. So, und jetzt schneide. Das wird jetzt stumpf so verleimt. So, jetzt habe ich das da alles gehobelt. Jetzt bohre ich da zweimal vorne an, damit man das Holz beim Leimen nicht verrutscht. So, und das sieht man noch im Schleifen dann später gar nicht mehr, dass da ein Holz drauf geleimt ist. Beim zweiten machen wir es genauso. So, kurz innen schauen, passt. Während das da trocknet, werden wir gleich die Laden an sich zuschneiden und hobeln. Der wenigste Punkt, also 7 cm ist es. Das heißt, wir müssen die Laden auch 7 machen. Oder eher 6,8. Somit brauchen wir zwei Stücker mit ca. 65 mal 7. Das schneide ich jetzt runter und dann da mal wieder abrichten und hobeln. Soll ich das wieder abrichten und dicken hobeln und dann sehen wir sie wieder. So. Den groben Strich, den werde ich mir jetzt zuschneiden. Also mit der Bandsäge schneide ich das jetzt ab. Wie man da jetzt erkennen kann, jetzt bin ich da reingerutscht, so weit wie es dann circa sein wird. Und durch das Hineinrutschen ist da vorne wieder sehr viel Luft und hinten stehen wir stellweise an. Jetzt werde ich das wieder einspannen und werde da hinten einmal eine gleichmäßige, weil das sieht man ja dann, eine gleichmäßige Schräge draufhobeln, so wie da mit 8 mm circa. Da haben wir es. So. Also da vorne bleibe ich gerade und da hinten nehme ich weg. Solo! Das habe ich da ganz schön, das muss ich mit Schleifpapier da. Da trifft sie gerade die Maserung. Ah, so geht's. Aber da trifft sie gerade die Maserung so,
dass ihn keine Seite richtig gut geht. Und da herunten ist so schmal, also so eine enge Rundung, dass ich gar nicht reinkomme. Jetzt schauen wir uns das einmal an. Also da bin ich da jetzt deutlich schöner. Jetzt gehöre ich. Da sieht man, wo man ansteht. Da muss ich da noch was wegnehmen. Bis daher circa. Nochmal 5 mm weg und dann sollte es passen. Jetzt sieht man da schon ein bisschen, da trifft sie die Maserung und das ist jetzt auch sehr schön gleichmäßig gemacht. Also es schaut wirklich schön aus. Also da sieht man jetzt noch, da muss was weg, dann da muss was weg. Und hier. Jetzt werde ich mir das anhand der Füße wieder anreißen und werde die Lade einmal grob abschneiden. Und dann über die Abricht muss ich dann einmal drüber, dass die Kante schön wird. Und das ergibt dann automatisch gleich meine Luft. Also das war jetzt einmal der Plan. 47. Und da auch. 47. Und das kommt weg. Jetzt habe ich das einmal grob zusammengesteckt und habe mir alles gerichtet, was ich brauche, weil jetzt werde ich diesen Zapfen da verleimen. Jetzt sieht man schon ungefähr, wie das wird. Zwingen habe ich mir schon gerichtet. Ich habe mir sagen lassen, so ein Leimpinsel soll so erfunden worden sein. Also irgendwann einmal. Aber irgendwie ist diese Erfindung zu mir noch nicht durchgerungen. Durchgedrungen, nicht durchgerungen. Naja, wenn man noch nicht sprechen kann, hat auch keinen Leimpinsel verdient. So, also jetzt nehme ich es. Da vorne habe ich mir einen Riss gemacht, vor allem in Streichmaß. Also ganz vorher. Die werde ich mir da jetzt anzwingen. Wir haben keinen Stress, es hat 10 Grad. Also der Leim wird man da jetzt nicht anziehen. Das ist doch fest angezogen. Da herüben ist schon ein bisschen mehr Spannung. Ziehe ich mir das mit Gefühl. Nur mit Gefühl, noch nicht fest. Da dasselbe. Da nur mit Gefühl einmal. Weil ich will schon so einer zusammenziehen. Dadurch, dass da nur ein Zapfen ist, muss man da ein wenig aufpassen. Das verdreht sich gleich. Hier liegt alles an. Perfekt. Jetzt ist das einmal verleimt. In der Zwischenzeit, wenn das trocknet, könnte ich wieder essen gehen. Ha, aber der Tisch ist noch nicht fertig. Na, Spaß beiseite. In der Zwischenzeit, wo das trocknet, messen wir jetzt einfach die Lade aus. Also jetzt messen wir mal die Breite. 56,2. Nein, ich mache einen Millimeter Luft. Machen wir 56,1 ist in der Breite meine Lade. In der Tiefe würde ich, dass die Ladblende hier anschlägt. Und nicht, dass hinten ansteht. Weil dann habe ich Pech und dann schaut das da nach vorne an. Also hinten lasse ich lieber 2 cm Luft. 46,5 in der Tiefe, da nehme ich 44. Jetzt schneide ich mir das gleich zu. Das sind diese Teile. Und jetzt noch die 44. Jetzt müssen wir in denen da einen Nut machen. Unten sollten ca. 5 mm stehen bleiben. Wenn das zu weit reingeht, dann bricht das hier. Und wenn das zu weit hier unten ist, bricht das hier weg. Also in der Tiefe werden wir noch einmal 5, 6 mm. Bis zum Kreissägeblatt 5 mm. Da haben wir ein bisschen. So. Und das ganz hintere gehört abgesetzt.
Weil da muss ja die Platte hineingeschoben werden. Da tragen wir das kreisige Platten nach oben. Dann sind wir da in einer Linie und die Platte passt da jetzt auch super schön hinein. So wird die Lade zusammengebaut. Jetzt stellen wir mit dem Streichmaß die Stärke von dem. Auf diesen Stücken hier mache ich mir jetzt einen Schwalbenschwanz drauf. 3 Zinken und 2 Schwalbenschwanzteile. Ein Schwalbenschwanzteil hat man immer mit 2 Teilen und der Zinken hat einen Teil. Das sind dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Teile. Da tue ich mir dann einfach, den lege ich mir da auf 0 hin und da gehe ich auf 7. Mache einen Strich und bei jedem Zentimeter mache ich einen Strich. Am besten ist, man tut sich das so ein bisschen schief schlagen, dass man einen geraden Schnitt machen kann. Den Zinken kann man machen, wenn man will. Also lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Zinkenberechnungen oder irgendeinem Blödsinn. Die kann man zeichnen, wie man will, die halten so und so. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Doch es geht weiter, die Sonne geht wieder auf. Es fängt zu blühen an, das Leben nimmt so auf. Was vorher kalt war, wird jetzt wieder warm. Was vorher sinnlos war, findet jetzt wieder Form. Man kann sich da unten am Strich was hinzwingen. Also, nicht im Gewiss. Da kann man sich herzwingen. Dann hat man eine schöne Auflagefläche. Das kann man sich bündig schlagen. Das kann man jetzt da schön herlegen. Es wird reingehen, aber ich traue mir das nicht ganz. Ich tue da noch ein bisschen den Rest kann man so. Das ist jetzt wirklich eine Top-Verbindung. Jetzt mache ich die anderen noch. Jetzt schleife ich nur die Innenseite. Weil da komme ich dann schwer dazu und später, wenn es verleimt ist, schleife ich die Außenseite. So, jetzt gebe ich da einen Leim rein. An die Wangen. Viel ist da gar nicht erforderlich. Das hält von so aus eigentlich schon. Die Lade habe ich jetzt hier auf die Kreissäge raufgelegt, weil da ist er gerade. Also ich habe es einmal dort auf der Hobelbank habe ich es einmal vorgespannt und dann wird nur mehr reingegeben die Bodenplatte. Also die Ladenführungen und die Blenden habe ich auch gerade ausgespannt und das lasse ich jetzt alles trocknen in Ruhe noch eine Stunde, zwei. Ja, ist jetzt zügig gegangen. Ich sage danke, wir sehen uns wieder nächste Woche. Nächste Woche geht es womöglich um die Eiche. Tschüss, Baba.